Ein Supermarkt in Allentown im US-Bundesstaat Pennsylvania. Viele Kunden hier spüren die Inflation. Wir essen nicht mehr so oft auswärts. Wenn wir jetzt öfter zu Hause essen, ändert das nichts an unserer Routine beim Einkaufen. Aber wir sind schockiert über die Preise. Ich sage meinem Mann immer, dass ich mich richtig schlecht fühle, wenn ich an die Menschen denke, die sich das nicht mehr leisten können. Die wissen gar nicht, was sie noch tun sollen. Die, die sich die Lebensmittel wirklich nicht mehr leisten können, kommen hierher, zu dieser Tafel einer Wohltätigkeitsorganisation. Immer mehr Menschen aus der Mittelschicht kommen hierher. Als die Lebenshaltungskosten stiegen, hat sich die Zahl der Menschen hier fast verdoppelt. Das gleiche gilt für die Besucher der Suppenküche. Im Sommer 2022 erreichte die Inflation in den USA mit fast 10% einen Höchststand. Inzwischen ist sie auf knapp 3% zurückgegangen. Die Inflationsrate pro Monat geht zwar zurück, aber die Lebenshaltungskosten müssten insgesamt sinken, was nicht der Fall ist. Eine zurückgehende Inflation bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten trotzdem steigen, und das hilft uns nicht. Die Wohnkosten müssten um ein Drittel sinken, um auf das frühere Niveau zurückzukommen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat wiederholt den demokratischen US-Präsidenten Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris für die zwischenzeitlich hohe Inflationsrate verantwortlich gemacht. In Pennsylvania mit seinen vielen Wechselwählern dürfte Trump mit seinen Argumenten bei vielen auf offene Ohren stoßen.